Ja, da wir ja schon das Thema jetzt Erste Hilfe hatten, gehen wir mal auf zwei Krankheitsbilder ein, die jeder ganz leicht erkennen kann. Fangen wir an mit dem Schlaganfall. Diesen kann man durch einen ganz bestimmten Test, durch das FAST-Schema erkennen. Dieses setzt sich zusammen aus dem F wie Face. Hat der Patient einen hängenden Mundwinkel oder hängt irgendwas, läuft ihm Sabber aus dem Mund oder bei A die Arme. Bittet man den Patienten, die Arme nach vorne zu strecken, die Hände nach außen zu drehen. Wenn sich eine Hand senkt, ist es schon eine Indikation für einen Schlaganfall. Dann kann man noch versuchen, den Patienten sagen, er soll mit den Zeigefingern auf die Nase fahren mit geschlossenen Augen. Dann gibt es das S, die Sprache. Sollte die Sprache verwaschen sein oder der Patient sollte einfach nicht richtig reden können, nicht mehr richtig die Worte finden oder er könnte den Satz, heute ist ein schöner Tag, nicht mehr richtig sagen, hat man wieder eine Indikation für einen Schlaganfall. Und das T für Time, wann ist das Ganze überhaupt aufgetreten? Ist es kürzlich aufgetreten? Ist es schon länger? Denn bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Dann kommen wir noch zum Herzinfarkt. Der Herzinfarkt, klassisch kann man den erkennen durch Schmerzen im linken Arm, Schmerzen in der Brust, beziehungsweise nicht Schmerzen direkt in der Brust, sondern als wenn jemand auf der Brust steht, man hat Luftnot, der Kiefer tut einem weh, Schmerzen im Rücken, in den Schulterblättern, dann kann man von einem Herzinfarkt ausgehen. Sollte es so sein, bitte den Patienten hinsetzen, beruhigen und die 112 wählen. Dieses gilt natürlich auch für den Schlaganfall. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr einfach so den Notruf ruft. Lieber einmal mehr. Auf der Leitstelle sitzt ein Disponent, der leitet euch, der fragt auch nochmal dieselben Fragen. Wie geht es den Eltern? Wie geht es den Großeltern? Haben sie einen hängenden Mundwinkel? Tut ihnen der linke Arm weh? Parallel schickt der Disponent sogar schon dann einen Rettungswagen oder einen Notarzt los. Und ja, ihr könnt einfach nichts falsch machen, denn jede Minute zählt. Das waren jetzt zwei Krankheitsbilder, wo es auf jede Minute ankommt. Und ich hoffe, dass ihr im Ernstfall mit diesen kleinen Tipps klarkommt. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.